Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge Talkbuch in Schleswig-Holstein. Kein Kind ohne Sport, die Initiative gegen Zugangshürden. Heute wieder zu Gast Finn Lasse Beil. Herzlich willkommen. Wir haben in der letzten Folge, hast du uns die Initiative Kein Kind ohne Sport vorgestellt mit den 5 Teilbereichen. Heute kommen wir zum Teilbereich Bildungs- und Teilhabepaket. Und vielleicht könntest du uns erklären, wie das Bildungs- und Teilhabepaket mit der Initiative zusammenhängen, weil normalerweise ist das, ja, das Bildungs- und Teilhabepaket etwas vom Bund. Die Leute können sich ans Jobcenter, an die Stadt, an den Kreis oder an die Gemeinde wenden, um dort finanzielle Unterstützung anzufordern. Genau, also vielleicht zur grundsätzlichen Erklärung einfach mal. Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde letztendlich 2011 ins Leben gerufen. Grundgedanke war es einfach, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten oder sozial schwierigen Verhältnissen am kulturellen Leben letztendlich teilhaben zu lassen. Deshalb auch der Name. Da ist es eben so, dass seither 10 Euro pro Monat übernommen werden können für eine Vereinsmitgliedschaft, beispielsweise in einem Sportverein. Geht auch für andere Bereiche wie also ein Musikverein, was auch immer, aber jetzt speziell eben Sportverein, sodass dann wirklich monatlich 10 Euro über das Jobcenter, über den jeweiligen Kreis, die Stadt finanziert werden können, dass die Sportvereine eben letztendlich dann ihren Beitragssatz trotzdem bekommen, aber die Kinder und Jugendlichen dann das Ganze nicht zahlen müssen. Und vom Grundsätzlichen her ist es auch so, dass das eine super positive Entwicklung war. Wie ich ja eingangs in der ersten Folge schon gesagt hatte, ist die Initiative Kein Kind ohne Sport 2010 letztendlich gegründet worden. Das heißt, die ist sogar vorher dann schon da gewesen, hatte ja diese Thematik einfach aufgegriffen, eben die finanziell Benachteiligten im Sport zu behalten oder in den Sport zu führen, sodass das eine super Ergänzung einfach war. Also man kann sagen, dass das eben super nebeneinander wirkt, weil man dann über die Initiative Kein Kind ohne Sport letztendlich Beiträge übernehmen kann, die das Bildungspaket vielleicht nicht abdeckt, weil letztendlich 10 Euro in einigen Fällen nicht ausreichen, rein was den Vereinsbeitrag angeht. Und dann gibt es natürlich auch Anschaffungen wie Sportbekleidung, wie Vereinsfahrten, Trainingslager, die auch dann finanziert werden müssen, wo man dann also nicht die Möglichkeit hat, dort was zu machen. Und Vereine, die eben grundsätzlich sagen, zusätzlich zum Bildungs- und Teilhabepaket wollen wir auch was Eigenes auf die Beine stellen, die können dann mit unseren verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten auch genau an der Stelle dann weiterhelfen. Ja, das ist super, dass die Initiative so allumfassend ist und dass es einfach eine gute Ergänzung ist mit dem Bildungs- und Teilhabepaket. Wie nimmt denn die Sportjugend Schleswig-Holstein die aktuellen Ereignisse wahr und merkt die Sportjugend mit der Rückmeldung der Vereine, ob es jetzt der Bedarf an Förderung auch irgendwann gedeckelt ist oder ja? Wie könnt ihr das sozusagen? Ja, also grundsätzlich kann man darüber sagen, dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket sehr, sehr wichtig ist, dass es wunderbar ist, dass es das überhaupt gibt, weil viele Kinder und Jugendliche vermutlich ansonsten eben irgendwann zurückbleiben würden, weil letztendlich der Vereinsbeitrag nicht mehr geleistet werden kann durch die Eltern oder durch die Kinder selbst, sodass es auf jeden Fall wichtig ist, auch weiterhin daran festzuhalten und das auch durchaus immer weiterzuentwickeln. Besonders erfreulich ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass jetzt kürzlich der Bundesrat einen Beschluss des Bundestags gebilligt hat, wonach das Bildungs- und Teilhabepaket dahingehend modifiziert wird, dass nun 15 statt 10 Euro pro Monat für einen Vereinsbeitrag genutzt werden können. Oder aber auch für Freizeiten, also wenn letztendlich dann der Betrag nicht voll ausgeschöpft wird durch den Vereinsbeitrag, dass dann Freizeiten dadurch bezuschusst werden können. Das ist eine super Entwicklung. Wäre natürlich schön, wenn diese Entwicklung dann auch irgendwann vielleicht entsprechend weitergeht, dass man den Betrag noch weiter ausbessert. Aber so ist es schon mal wirklich ein super Fortschritt, der da erreicht werden kann. Und wir wollen auch ganz konkret in unserer dritten Umfrage zur Nutzung und zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes, die noch in diesem Jahr kommen wird, unter allen Vereinen in Schleswig-Holstein, wollen wir einfach mal erfragen, wie hat sich das Ganze denn so innerhalb der letzten 3 Jahre auch entwickelt? Ist da vielleicht ein gewisser Entwicklungsstand zu sehen oder gibt es da weiterhin Bedarf, dass man an der einen oder anderen Stelle noch ausbessert oder vielleicht grundlegend etwas verändert am Verfahren. Das wollen wir, wie gesagt, herausfinden mit Hilfe der Umfrage. Da sind wir dann natürlich auch dankbar, wenn sich dann jetzt in den kommenden Monaten auch möglichst viele Vereine daran beteiligen und uns da belastbare Zahlen auch liefern, dass wir letztendlich daraus dann Rückschlüsse ziehen können,
und die auch entsprechend dann publizieren können. Ja, super. Vielen Dank, Finn Lasse, für die detaillierten Infos zum Bildungs- und Teilhabepaket, eingebundene Initiative Kein Kind ohne Sport. Und von mir jetzt auch nochmal den Aufruf, Vereine, meldet euch, nehmt an der Umfrage teil, weil so kriegen wir nur belastbare Zahlen. Ich sage danke und ja, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, weil es gibt noch vier weitere Teile. Und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Talk Jugend, kein Kind ohne Sport, die Initiative gegen Zugangshürden.